dann, wenn das Frühjahr ins Land zieht, die Gnosten sprießen und die ersten Sonnenstrahlen des Menschen Gemüt erwärmen, ist der Baumarkt und das Gartencenter ein überaus beliebtes Ausflugsziel. In diesem zaun- und grenzübergreifenden Konsum-Hotspot trifft sich an den Wochenenden, was Hammer, Zange, Sensel, Heckenschere und sonstiges Gerät in den Händen zu halten vermag. Menschen stauen sich in den Einkaufsstraßen, Warteschlangen vor den Kassen, vor der Würstchenbude ausgehungertes Volk. Und dort wandern, ja, mit Ketchup oder scharfen Senf einbalsamierte polnisch in gierige Mäuler, bemerkte Dr. Karl Ludwig Kornrauscher während eines Grillabends, von dem noch die Rede sein wird. Frank-Walter Gröll-Eberwein, 39, Fachanwalt für Zivilrecht, und dessen Frau Martina, 33, Halbtagskraft in einer Arztpraxis, fanden zunächst keinen Parkplatz. Nach einem kurzen Zwischenstopp im nahegelegenen Einkaufszentrum versuchen sie es erneut und fanden direkt neben dem mit Plexiglas überdachten Unterstellplatz für Einkaufswegen eine Parklücke. Einen Geländewagen einzuparken erfordert mitunter ein gewisses Geschick. Frank Walters Fahrkunst war als begrenzt zu bezeichnen. Trotz mehrmaligem Rangieren ließ sich die Fahrertür nur eine Halbbreit öffnen. Kurz gesagt, die Plexiglaswand des Unterstellplatzes versperrte ihm nicht nur wegen seiner Körperfülle den Ausstieg. Als seine Frau ein Jahr später nach dem Grund ihrer fast wöchentlichen Gartenbaumarktbesuche befragt wurde, glaubte sie sich genau an diesen einen Tag zu erinnern, obwohl der Grund ein völlig anderer war. Ja, nie wieder, polterte er, nie wieder sieht mich dieser Baumarkt, lauter Wahnsinnige. Und du, was machst du? Lässt mich hier eine geschlagene Stunde warten. In einer Viertelstunde wolltest du zurück sein. Ja, es tut mir echt leid. Da drin war die Hölle los. Und nächstes Mal, naja, ich fahre dann unter der Woche. Allein, kein Problem. Naja, ist vielleicht auch besser so, versuchte sie ihren Mann zu beschwichtigen. Sie waren erst vor kurzem in das Rheineckhaus eingezogen. 5 Parzellen bebaut nach dem üblichen Muster. Die vorderen Außenanlagen grau in grau gepflastert. Eine Garage, ein Stellplatz, metallene Zaungitter im gleichen Grauton davor. Der Garten, beachtliche 180 Quadratmeter, gleichermaßen eingezäunt. Der müsse so schnell wie möglich bepflanzt werden, befand Martina. Was Gartenarbeit und Bepflanzung angeht, habe seine Frau einen grünen Daumen, befand Frank Walter, was er jedem, ob er es nun hören wollte oder nicht, allzu gerne wissen ließ. Er selbst sehe sich, was die Gartenarbeit angehe, als Garten-Hiwi. Hippie? Ja, wie kommen Sie denn darauf? Entgegnete er Sabine Brill-Wasmuth, seiner Nachbarin linker Hand, beim ersten gemeinsamen Grillfest der Bewohner des neu errichteten 5-Spenners. Gerhard Brill-Wasmuth, im Hauptberuf Dozent für Politologie und Soziologie an der hiesigen Fachhochschule für Sozialpädagogik, fuhr oder genauer gesagt schreckte bei dem Wort Hippie aus seinem Liegestuhl hoch. Blumenkinder, ja, meine Eltern, auch die könnten, aber, naja, ehrlich gesagt, ich will es nicht mehr hören, geschweige denn davon erzählt bekommen. Ja, du meinst glatt, sie waren in Woodstock dabei. Herr und Frau Kornrauscher nickten vielsagend und lächelten dabei maliziös in die bereits reichlich angefeuchtete, beschwingte Runde. Beide mit knapp 67 bzw. 65 Jahren waren sie die ältesten unter den Bewohnern der ursprünglich als 3-Spänner konzipierten Reihenhauszeile und befanden sich seit kurzem im Ruhestand. Dr. Karl Ludwig Kornrauscher, ein profunder Kenner der frühen Blues- und Rockmusik der 60er und 70er Jahre, sagte, er konnte schon damals mit diesen Hippies an sich eigentlich wenig anfangen. Einzig die Musik, also jetzt rein musikalisch gesehen, wenn er an dieses Woodstock denke, blieb ihm eigentlich nur die von Hendrix schon ins Apokalyptische hinein inszenierte Adaption der amerikanischen Nationalhymne in Erinnerung. Naja, Joe Cocker natürlich und dann, ja, dieser Irrwisch an der Gitarre, Elvin Lee genau, und sein virtuoses Going Home. Er und seine Frau bewohnten das Rheineckhaus linker Hand. Charlotte und Werner Schmelzer, beide Mitte 30, sie Grundschullehrerin in Erwartung ihres zweiten Kindes und im 5. Monat schwanger, er Informatiker im Landesumweltamt, waren ihre unmittelbaren Nachbarn rechter Hand.
Ihr 5-jähriger Sohn Julian sei seinem Alter, was sein Sprach- und Schreibvermögen angehe, weit voraus, befand Eleonore Kornrauscher, ehemalige Logopädin mit dem Spezialgebiet frühkindliche Sprachentwicklung. Der Bub trug sein Gedichttitel Das Blattlaus-Massaker so gut wie fehlerfrei vor und erntete für seine Vortragsweise viel Applaus. Der Inhalt des Gedichts war selbstredend seiner kindlichen Fantasie geschuldet, weil so die einhellige Meinung Läuse nur schwerlich mit einer Machete gevierteilt werden können. Das mittlere Reihenhaus bewohnte Robert D. Reiter, 53, seines Zeichen freiberuflicher Musiker. Er war der einzige Mieter unter den 5 Nachbarn. Trotz seiner schulterlangen, ins Gelbliche übergehenden Lockenpracht war die fortschreitende Halbglatze ein beredtes Zeichen dafür, dass er keine 25 mehr war, der ungestüme über die Landkreisgrenzen hinweg bekannte Popstar von einst. Jetzt sorgte er in Clubs und Hotels als Pianist respektive Alleinunterhalter für dezente Hintergrundmusik. Daneben gab er vornehmlich Frauen mittleren und älteren Alters Klavierunterricht. Weiters hielt er sich mit einer Coverband über Wasser. Sein Blick hatte sich längst auf Martina Gröll über Wein gerichtet, was wiederum Frank Walters geschultem Anwaltsblick nicht entging. Erst als Martina sich am Piano entlang angelte und über die Tasten beugte, ja, sie trug ein dunkelrotes, ausschnittsbetontes, knielanges Kleid, zog Frank Walter, jetzt bildhaft gesprochen, die Notbremse. Ihr beachtlicher Vorbau kam nicht nur dem visuellen Zugriff des Musikers immer näher. Untermalt von Sommerwein tastete sich Robert D. Reiter an Frau Gröll-Eberweins erwartungsvollen, halboffenen Mund heran. Im gleichen Tempo näherte sich ihr, wie ihr schwungvollen Seitenausfallschritt, Kornrauscher im Viervierteltakt von hinten. Kurz vor dem letzten, womöglich alles entscheidenden Ausfallschritt grätschte Gröll-Eberwein, der ehemalige Vorstopper des Kreisligisten Spielvereinigung Wanneberg, entschieden jedoch unbedingt dazwischen. Seine Frau, das Piano und Robert die Reiter kamen rücklings auf dem frisch bepflanzten Blumenbeet der gastgebenden Familie Schmelzer zum Erliegen. Frau Gröll-Eberweins Kleid war nach der erfolgreichen Kontaktabwehr ihres Mannes nach oben gerutscht, was Kornrauschers rotweingewässerten Blick nicht entging. Den hauchdünnen blütenweißen Slip vor Augen stellte der ehemalige Leiter eines meteorologischen Forschungsinstituts lautstark fest. Ein allzeit hoch auf Lee Hazelwood und alle Ärsche dieser Welt. Was für Ärsche? Fragte Frank Walter Gröll-Eberwein. Sie verstehen mich völlig falsch, sagte Dr. Kornrauscher. Ja, was gibt's da bitte schön zu verstehen? Helfen Sie Ihrer Frau lieber aus diesem Schlamassel und quasseln Sie nicht so viel. Herr Kornrauscher, ich habe Sie bisher als einen gebildeten und anständigen Zeitgenossen gehalten. Doktor, wenn ich bitten darf. Ja, mal wenn es sein muss, ja, im meteorologischen Sprachfundus sind bekanntlich Tiefs und Hochs vollkommen üblich, Herr Gröll-Eberwein. Ich danke dir, Eleonore, sagte Karl Ludwig. Weinschorle? Kicherte im Hintergrund Lieselotte Schmelzer. Zwischenhoch, Tiefausschläufer und nicht zu vergessen das Azorenhoch, ein fast schon ja, menschliches Sinnbild für Wärme und Zuneigung und nicht zu vergessen das Tiefsabine. Naja, das hatten wir zum Glück erst gestern. Ja, und heute scheint uns ja wieder die Sonne vom Himmel. Und was wollen Sie uns jetzt damit sagen? Fragte es Frau Sabine Priel-Wasmund. Ach komm, wir gehen, Karl Ludwig. Das Hocharsch gibt's jedenfalls nicht, stellte Frank-Walter Gröll-Eberwein fest, Fachanwalt für Zivilrecht mit dem Schwerpunkt Nachbarschaftskonflikte, während er Reste frischer Blumenerde vom Kleid seiner Frau abklopfte. Und in 2 Tagen, ja, da folgt Dietmar ein Tief, das sich gewaschelt hat, verabschiedete sich Dr. Kornrauscher. Gewaschelt, kicherte Frau Schmelzer erneut und erhielt dabei Unterstützung von Herrn Priel-Wasmund. Ja, das hat sich ja dann mal gewaschen, dieses Chief, logisch, konstatierte der, klappte seinen Liegestuhl zusammen und verließ mit seiner Frau das Grundstück der Schmelzers. Es dauerte nicht einmal 3 Monate nach dem ersten gemeinsamen nachbarschaftlichen Grillabend, als Gröll-Eberwein zur Tat schritt.
nach musikbegleitenden Stürzen, Hochs, Tiefs und unvorhergesehenen Ausfallschritten soll endlich wieder die Vernunft einkehren, hieß es in einem von ihm durchaus humorig verfassten Rundschreiben. An die Nachbarn, verbunden mit dem sachlichen Hinweis, er habe weder Lust noch gesteigertes Interesse, sich auch noch in seinem Privatleben mit Nachbarschaftsstreitigkeiten auseinandersetzen zu müssen. Kurz gesagt, der Grillabend bei Grill Überwein erfüllte allseits die von ihm erhofften Ergebnisse. Schmelzers Blumenbeet wurde wieder neu bepflanzt. Dr. Kornrauscher spendierte einen Blasenstrauch und entschuldigte sich nochmal für seine damals vielleicht doch etwas zu provokante Tanzeinlage. Das Piano hielt jedenfalls diesmal stand, genauso wie Frau Gröll Eberwein, die den Musiker mit einem kühlen Lächeln begrüßte. Dessen Darbietung fand nebenbei bemerkt großen Anklang. Nicht zuletzt Kornrauschers Geschenk führte dazu, dass sich die Nachbarn über die Gartengestaltung im Allgemeinen und Vorlieben im Besonderen austauschten. Ja, sie sei fast jede Woche im Center, also so eine Blasenpflanze, naja, oder wie heißt der Strauch gleich wieder? Naja, sowas habe ich sie noch nie gesehen. Naja, so etwas bekäme sie nur im Fachhandel. Drüben im Klemmering bei der Gärtnerei Dürstle, gar nicht mal teuer. Ja, und ideal, übrigens ideal für neu zu bepflanzende Gärten, sagte Frau Kornrauscher. Und den Turbopflanzenvortrag des Gartenbauvereins könne sie, ja, den könne sie wirklich nur wärmstens empfehlen. Genau, Turbo, ergänzte sie ihren Mann. Ah, Turbo, nickte Grün Eberwein zufrieden. Ja, quasi Schnellwuchs, verträgt Regen, Hitze, Dürre, Hochs, ja, Tiefs und Stürme, sagte Dr. Kornrauscher. Karl Ludwig, bitte, deine Wettervorhersagen, naja, die interessieren jetzt wirklich niemanden. Der Blasenstrauch lässt sich nicht unterkriegen übrigens, ja. Und jetzt Ende der Vorhersage. Guter Sichtschutz auch, lenkte seine Frau ab. Naja, jedenfalls besser als Thujen, bemerkte Martina Gröll-Eberwein. Genau, sagte Frau Grill-Wasmuth. Juhu, stöhnte Charlotte Schmelzer. Und nochmals vielen Dank, Herr Kornrauscher. Ja, Sie können auch gerne Karl Ludwig, wenn Sie... Ja, und ich bin die Eleonore, gell, fuhr seine Frau dazwischen. Das von Gröll Eberwein spendierte Spannpferkel, Bier vom Fass und vor allem der Löwenzahnsalat von Eleonore taten Übriges dazu. Karl Ludwig hingegen tat sich mit der Bemerkung hervor, wonach die Auflagen zur Bepflanzung des Gartens blanker Unsinn seien. Außerdem kontrolliere das eher kein Arsch und dies war, so nebenbei bemerkt, die einzige unangemessene Bemerkung des Meteorologen AD, wofür er sich umgehend entschuldigte und sogleich für die kommende Woche das Hoch Gisela anprostete. Sie hätten sich erst vorige Woche von einem Gärtner beraten lassen. Naja, die Gärten hätten echten Pflanzbedarf, nur 3 Obstbäume, zu viele Ziersträucher, naja, und er komme gern mal vorbei und berate auch die anderen Nachbarn. Frau Gröll-Eberweins Frau widersprach sofort. Ihr Garten blüht und gedeiht. 2 Apfelbäume, 3 Birnbäume, 3 Himbeersträucher. Naja, und die Buchsbäume, die fresse ihr gerade der Zünsler weg. Ihr Mann mahnte zur Vorsicht, er wisse schon allein vom Berufswegen, was Sache sei. Naja, und achtet auf den Abstand. An den Grundstücksgrenzen entsteht der meiste Ärger. Auf keinen Fall zu vergessen sei das neumodische Hucherkraut aus Asien. Ja, da sei Vorsicht geboten. Gerade beengte Zaun-an-Zaun-Areale bergen den Keim unsäglicher, ja oft jahrelanger Rechtsstreitigkeiten. Ja, und jeder solle halt doch das tun, was er für richtig halte, bemerkte Gerhard Blivasmuth. Das wäre doch das vollkommene Normale. Naja, das, Herr Wasmuth, kann schwer, ja wirklich schwer ins Auge gehen, stellte Gröll Eberwein nochmals fest. Einige Wochen nach dem Grillabend wiederholte der örtliche Gartenbauverein das eintägige Gartenseminar. Mit Turbopflanzen, schnelle und effektvolle Begrünung lautete der Vortrag des weitum angesehenen Botanikers Hagen Tillmann. Sie werden an dem Blasenstrauch ihre helle Freude haben. Selbst kiesiger, trockener Boden bietet die besten Voraussetzungen. Und ist pflegeleicht, rief Karl Ludwig Kornrauscher nach vorne. Richtig, ja, ich glaube, Sie waren ja auch schon letztes Mal in meiner Veranstaltung, oder? Ja, gerne, ja, ich kann es nur bestätigen. Nun, der Klimawandel wird ihm nichts anhaben, dem Blasenstrauch. Naja, er blüht trotz hoher Temperaturen reichlich.
Bestenfalls kann er sich ausbreiten, das heißt über andere Gärten hinweg und wird in Nachbarsgarten einheimisch. Aha, schon wieder so ein Buchengewächs, murmelte Gröll Ebermann. Ja, du hast es doch noch nicht einmal bemerkt, sagte Martina. Wo? Was meinst du? Am Zaun, ja, neben unserem Grillplatz. Ja, vermehrt sich über Grenzen hinweg. Keine Sorge, entgegnete der Experte, nicht jeder Strauch flüchtet. Ja, ist zur Flucht bereit. Auf die Ursachen, ja, die Voraussetzungen kommt es an. Flucht? Ja, gemeinhin sprechen wir hier von einem Gartenflüchtling, der sich gerne in der Fremde niederlässt. Schön gesprochen, rief Frank-Walter Gröll-Eberwein nach vorne. Die Besucher applaudierten anhaltend. Vom Flüchtlingsstrauch war fortan die Rede, was bei nicht wenigen Einwohnern der Stadtrandsiedlung und insbesondere bei einigen Bewohnern des Fünfspänners für Unruhe sorgte. Der Fachanwalt prophezeite Ungemach. Keiner wisse am Ende mehr, aus welchem Garten dieser oder jener Flüchtling stamme. Seine nicht ganz von der Hand zu weisende Einschätzung sollte sich übrigens nicht einmal ein Jahr später bestätigen. Seine Frau hat ja schon bei Zeiten untersagt, die Glemmeringer Gärtnerei zu besuchen. Martina hielt sich allzu gerne daran und tat es letztlich, wie wir gleich sehen werden, aus freiem Entschluss heraus. Ihre fast wöchentlichen Besuche in der Gartenabteilung des Baucenters waren weniger irgendwelchen Pflanzen geschuldet, als vielmehr ihrer Freude am Zusammentreffen mit anderen Menschen. Frank Walter Gröll-Eberwein wiederum erfuhr davon, selbstredend unter dem Siegel der größten Verschwiegenheit, über einen Anwaltskollegen, dessen Mandant, ein im Landkreis nicht ganz unbekannter Musiker, namentlich Herr R., sei mit seiner Frau im Baumarkt, ja, um es vorsichtig auszudrücken, rein praktisch gesehen, erwischt worden. Erregung öffentlichen Ärgernisses, Paragraf 183a StGB, du weißt schon, etc. Gröll-Eberwein stutzte zunächst, dachte er, Diebstahl oder ähnliches, bei darbenden, ärmlichen Künstlern nicht unüblich, bis auch ihm endlich klar wurde, dass es sich dabei nicht um einen gemeinsamen Einkauf von Blumenerde mit oder ohne Torfanteil habe handeln können. Naja, wenn er Glück hat, Strafbefehl, naja, dann bleibt deine Frau außen vor, sagte der Strafrechtler. Aber es ist wohl noch mehr, viel mehr im Bierbusch, lachte er und bemerkte in einem suffisanten Unterton, dass sich eine regelrechte Kontaktbörse in dem Gartenbaucenter entwickelt habe. Und das ganz klassisch, stell dir vor, nur über Mund-zu-Mund-Propaganda, ohne WhatsApp und dem ganzen Internetgesums, fügte er lächelnd hinzu. Gröll-Eberwein, beschäftigt mit der zunehmenden Ausbreitung von Gartenflüchtlingen, wusste zu jedenfalls, was zu tun war. Trotz massiver rechtlicher Bedenken erinnerte er sich erneut an seine Vorstopperqualitäten und stellte den Musiker noch am selben Tag vor dessen Haustür. Mit Martina, naja, da werde er schon ins Reine kommen. Jeder schieße schließlich mal ein Eigentor.